Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft hier, Bedrock Edition. Und es gibt eine ziemlich geile Map. Ja. Diese Map heißt Spellcraft. Und wir zocken die heute mal. Mal gucken. Vielleicht wird es ja etwas, was euch auch gefällt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall schon mal ziemlich schön gemacht hier. Wenn man reinkommt, hat man hier so Runen und alles. Boah, schick, schick, schick. Ein Buch. Flight of Fancy. Fly across the gap to reach Arshot, your home. Hold down, jump to float. Keep an eye on the purple energy bar so that you don't experience an unexpected fall. Also wir können fliegen, indem wir springen gedrückt halten. Ah ja. Okay. Wir müssen nach Archhold. Archhold ist unser Zuhause. Ah ja. Okay, das sieht schon interessant aus hier. Game One presents Spellcraft. Oh, schön mit Musik und allem. Cool. Versiegelte Sprüche. Die Sprüche sind versiegelt in diesen lilanen Steinen da. Du kannst einen Spruch anlocken und für die anderen später wiederkommen. Es gibt Blitz. Ne, Blight ist, glaube ich. Keine Ahnung. Gewitter, Frost, Feuer. Was wirst du nehmen? Als Anfangselement, boah, nehmen wir. Ich glaube, ich nehme als Anfangselement Blitz. Das sieht aus wie Blitz da vorne. Ah ja, Impact Damage High, Impact Damage Small, Effect Damage None. Unlock Thunder. Interessant. Ah, jetzt habe ich es geunlockt. Jetzt habe ich das hier. I see. Okay, rechts gedrückt halten. Oh ja, oh, okay, interessant. Interesting. Hallo, kann ich das mal? I see. Okay. Dann, wir müssen hier rein. Gut. Das sieht cool aus. Explore fragmented memories called drifts acquire loot, venture deeper, return to Arshot, grow in power, repeat cycle continues. Ah ja. Spell Avatar, Alter. Platziere deine Spells hier drin und platziere Runen Podeste zu customize. You can collect runes from the Rune Carver. Das ist wahrscheinlich das Ding hier, ne? Carve runes to place them in a spell, also to modify your spells. Ah ja, cool. Das Ding. Ah, find loot and rift and melt it down. Okay, I see. Und hier haben wir einen Spiegel. Affect your progress. Ah, da kann ich upgraden. Okay, interessant. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch mal, was hier in der Mitte ist, das Ding. Kann ich euch upgraden? Gut, dann Star Drift Journey. Ach du Scheiße. Oh Gott. Hilfe! Was passiert hier? Was? Wo ist das? Tiefer 1? Sala! Hä? Oh, hi! Ah, I see, ich muss die angreifen. Oh, das ist cool. Erinnert mich so ein bisschen an Genshin Impact so. Nur, dass ich bis jetzt gerade nur eine Attacke habe. Ach, weil ich das unter der Zeit schaffe, alles zu besiegen, dann kriege ich noch eine Bonus-Chest. Alter, ist die Musik laut. Augenblick mal. Ey. Na, 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 na. Komm her. Komm schon. Noch 19 Sekunden. Wie viel muss ich denn noch töten?
Also ich krieg Loot von denen, das ist gut. Ach, und den Loot kann ich da. Ah, das kann ich dann. Okay, I see. Oh, warte, ist das so eine Kiste? Oh, cool. Ja, die Bonus-Chests kriegen wir jetzt noch nicht mehr, aber egal. Cool. Gibt's irgendwo noch eine Truhe? Hier geht's auch noch wohin? Oh, hier ist ein Buch. Ah, ich hab's. Despite the minor issue, the entire world vanishing. Ach, cool. Nice. Ja, das ist ja cool gemacht. Oh Gott im Himmel. Ach, und dann öffnet sich das Ding hier. Geronimo! Ach, dann geht's in die nächste Map. Cool. Oh Gott, was ist das denn? Ach du. Oh Gott, ekelhaft. Oh. Hier habe ich auch auf Map geschlagen. I see. Cool. Gibt's hier irgendwo ein Buch? Ich sehe keins, aber hier muss es doch eins geben. Und wo sind die Kisten? Wir passen hier, glaube ich, gerade einige. Ah, da hinten ist das Buch. Oh Gott, das ist ja versteckt. Und hier ist auch eine Kiste. Cool. Memory der Natur. Nice. I see. Ah, und die Bonus-Chests am Ende wären wahrscheinlich auch wieder eine goldene gewesen oder so. Das ist echt nice gemacht. Aha. Man kann anscheinend Kombinationsdamage machen, also erkennen aus wie ein Genshin Impact, wenn die zum Beispiel Blitz und Eis zusammen machen. Also wenn der Typ gerade eingefordert ist und der einen Blitz macht, dann kriegt er mehr Schaden, so Kombi-Schaden, wisst ihr? Oh, das ist ja cool gemacht. Guck mal da, der hat jetzt Eis. Er hat jetzt nämlich so blau-lilane Partikel. Und das macht ihm viel mehr Damage. Interesting. Oh, ist eine Kiste. Ich kann nicht durch Fenster schießen. Au. Au. Okay, lass mal kurz gucken. Wie kommen wir zurück? Wahrscheinlich mit dem hier. Archot. Ah ja. Unser Zuhause. Was passiert hier jetzt? Copy two rifts and reach the depth of 3. Highest rift depth is reach 3. Cool. So, wie mache ich das jetzt? Jetzt muss ich da unter diesen Dings und den Loot umändern, ne? Ah ja, 2020. Hallo. Interesting. Und mit 2020 kann ich mir jetzt eine neue Fähigkeit holen. Ja, lass das machen. Okay, als nächstes mache ich, glaube ich, Feuer. 1000. Nice. Jetzt haben wir Feuer. Nice one. Schick. Carve random rune. Anti-Gravity, was ist denn Anti-Gravity? Causes a spell to fall towards the skies. Das brauche ich nicht. Ich glaube, wir können ja mal das Snake ausprobieren auf Blitz oder so. Oh, es gibt auch Wind, okay. Snake, und das packe ich jetzt einfach hier rein.
Okay. Ah ja. I see. Jetzt geht's so ein bisschen interessant, okay. Diesmal schaffen wir es aber mit der Bonus-Chest. Okay, wir haben einfach mal 40.000, auch gut. Nice one. So, mit 40.000 können wir auf jeden Fall jetzt auch den letzten Spell anlocken. Und auf jeden Fall den hier upgraden. Was krieg ich? Gravity. Ah, Gravity ist scheiße, Mann. Warte mal, wir können ja. Oh, so viel haben wir nicht, schade. Okay, das heißt, wir können jetzt schon ein paar mehr Sachen reinmachen. Und ich will jetzt auch diesen einen Spell da anlocken. Aber wo finde ich den Wind, bitte? Ah, oh, das muss jetzt auch kürzer halten. Kann ich das auf Maximum schon upgraden? Das wäre ja geil. Wartet mal. 4000. 8000. Okay, jetzt geht es aber ganz schön. Das ist cool. Oh, warte, ich kann das Ding ja hier upgraden, ne? 5000, also viel habe ich gerade nicht. Okay, was ist das denn? Habe ich gerade einen Bug gefunden? Okay. Haben wir jetzt wirklich nicht. Aber ich kann jetzt Charge komplett hoch machen, ne? Warte mal. Ah, schade. Kann ich jetzt einmal kurz klicken und dann geht's schon? Cool. Oh, Lifetime. To fly further. Snake. Multicast. Oh, das ist gut. Multicast, das machen wir mal für alle vier. Multicast, Multicast, Multicast. Da. 4000. Multicast 2. So, pass auf, wir packen das am besten auf Blitz, glaube ich. Multicast, das klingt gut. Und natürlich, na, Snake war für vorwärts und rückwärts, klar, wieso nicht? Bin mal gespannt. Oh. Okay, ja, das ist sehr schön. Da! Wind, mein alter Freund. Kostet mal 10. Okay. Oh, 5000. Nice one. Ah ja, der tut einfach so Gegner wegwirbeln. Oh, cool. Huhu, jetzt bin ich aber mal gespannt. Au, ja, würde ich sagen. Wieder nur auf 3, ja, geil. Easy. Hoho. Yo. Alles klar, was ist hier denn? Also ich habe ja Feuerball, habe ich auch dreifach gemacht, ne? Wenn wir es komplett aufladen, machen wir auch umso mehr Damage.
Alles klar. Easy weggenetzt. Kriegen jetzt. Oh ja, guck mal, jetzt kriegen wir. Cool. Nice one. Als nächstes werde ich wahrscheinlich Frost updaten. Na, wo sind sie? Okay, versaut mir mal einen Triumph. Oh, hi. Ja, ne? Will ich sagen oder so, aber. Easy. So, nein, ich gehe da nicht rein. Wir gehen jetzt hier zurück zu Archold. Bin gespannt, wie viel kriegen wir jetzt für unseren Loot? Guck mal, 4000 für der. Für zwei Runden. Gut, dann kamen wir doch mal. Hier Multicast und nochmal Multicast. Combine. Was? Gut, dann machen wir Multicast einfach nur auf. Post. Das ist schon besser. Ja, aber ich bin, dass es hier war. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist eine richtig geile Map. Und ich werde das noch ein bisschen spielen. Bis dahin, macht's gut und ciao, euer Red Gamer.